Andreas Zwicker, Konstrukteur bei Märklin, hatte eine spannende Arbeit. Als zweites Insidermodell von Märklin H0 in diesem Jahr wird es eine Dampflokomotive sein. Und zwar eine Tenderdampflokomotive, man kann auch Mehrzweck-Tenderdampflokomotive dazu sagen. Und zwar wird es die Baureihe 75-4, auch bekannt als ehemalige badische 6C. Konstrukteur und Produktmanager arbeiten in allen Entwicklungsphasen eng zusammen. Wir haben darauf Wert gelegt, dass die Konstruktion sowohl massiv als auch filigran umgesetzt wird. Massiv deswegen, weil zum Beispiel der komplette Wasserkasten aus massivem Zinkdruckguss besteht. Filigran deswegen, weil zahlreiche Griffstangen und Leitungen angesetzt sind und zum Teil auch aus Metall. Das heißt, das Modell besteht weitestgehend aus Metall. Geschickt im Kessel platziert, der fünfpolige Motor nebst Schwungmasse. Ein Rauchgenerator ist ebenso verbaut. Freistehende, extra angesetzte Pumpen, Leitungen und Handläufe erfreuen das Auge des Betrachters. Selbstverständlich kann man völlig ungehindert durchs Führerhaus schauen. Im Bereich des Kohlekastens befinden sich ebenfalls zierliche Handläufe. Dekoder und Lautsprecher sitzen unterhalb des Führerstandes. Schlitze im Fußboden sorgen dafür, dass der Sound gut herüberkommt. Umgebungsgeräusche, Betriebsgeräusche, Dialoge im Führerstand zwischen Lokführer und Heizer. Also da haben wir uns dann auch für dieses Modell wieder was einfallen lassen. Ein erstes Handmuster, gebaut aus Originalteilen, steht bereits für Testfahrten zur Verfügung. Passend zur Lok gibt es ein dreiteiliges Set. Es besteht aus klassischen Umbauwagen. Die Serienmodelle erhalten eine Innenbeleuchtung. Wer Gleise mit großzügigem Radius verbaut hat, könnte die beiliegenden Kolbenstangen-Schutzrohre montieren. Die Lok ist gemäß Epoche 3 beschriftet. Schiebebilder für diverse Zugläufe liegen den Wagen bei. Die feinen Kuppel- und Treibräder, das zierliche Gestänge und die in Radebene liegenden Sandfallrohre können überzeugen. Schön nachgebildet ist die Riffelblechstruktur im Bereich der Rauchkammer. Gut 300 Gramm bringt die Halb-Null Tenderlok auf die Waage. Dies garantiert natürlich gute Zugkräfte und ein ausgewogenes Laufverhalten. Also diese Kohle kann man ja wirklich komplett vergessen. Jetzt hört endlich auf mit der Schimpferei, das geht mir heute echt auf der Senke. Mit der CS3 lassen sich 32 digitale Funktionen abrufen. Das Weidevieh scheint unternehmungslustig zu sein. Doch die Gefahr ist nun gebannt und die 75er kann ihre Fahrt fortsetzen. Selbstverständlich gibt es diese Modelle auch für die Freunde der Marke Trix. Ein toller Zug, der auf kleinen und großen Anlagen für reichlich Spielspaß sorgen wird.